So, und damit herzlich willkommen zum 12. Was war 12.? Ja, ich glaube, es war der 12. GPL-Kampf. Heute geht's gegen Glabber. Und dass ich das jetzt nochmal sagen muss, aber nach 8 Spieltagen, wo wir auf Platz 1 waren, spielen wir heute mal gegen den Platz 1. Denn Glabber hat's geschafft, mich am letzten Spieltag zu überholen. Ich bin ja quasi innerhalb von 2 Spieltagen durch 2 Niederlagen von 5 Punkte Vorsprung auf Platz 1 auf Platz 4 gefallen, wenn ihr mal in die Tabelle reinguckt. Ist natürlich schon ärgerlich, aber was man einfach sagen muss, der Aufstiegskampf wird jetzt richtig spannend. Klar, wir sind erst jetzt so am Ende der ersten Hälfte quasi, aber uns trennen momentan der erste vom vierten ein Punkt. Und das heißt, da ist wirklich am letzten Spieltag dann auch noch alles möglich, wie der Spieltag jetzt ausgeht. Also es wird noch alles möglich sein. Und deswegen, Glabber ist natürlich der Favorit von den meisten geworden. Am Anfang hat's auch so ein bisschen gestockt quasi, also das sind quasi ich und Cringe so minimal weggezogen, könnte man sagen. Aber inzwischen haben die Leute dahinter wieder aufgeholt, weil unter anderem Cringe und ich halt die letzten Spieltage nicht wirklich souverän gespielt haben, auch verloren haben. Und deswegen war der Kampf natürlich ziemlich wichtig für mich, weil ich brauche jetzt mal wieder einen Sieg. Wenn ich jetzt nochmal verliere, dann muss ich was tun, klar. Ich habe jetzt gegen Luca verloren, ich habe gegen Case verloren. Gerade gegen Luca, Glabber und Parsi ist es halt so ein Ding, die sind selbst mit vorne drin. Gegen die ist es nicht schlimm zu verlieren. Allerdings, nach 2 Niederlagen hintereinander, möchte ich jetzt schon gern mal wieder gewinnen. Und es ist natürlich nicht gerade einfach, wenn du dann gegen Glabber spielen musst. Ich habe gegen Glabber bisher, ich glaube, 2, 3 Mal gespielt. Ich glaube, zweimal 6-0, einmal 5-0 verloren. Also Glabber ist wirklich, würde ich schon fast sagen, der stärkste Spieler in der kompletten Liga 2. Ist auch von Leuten aus der Liga 1, wie gesagt, der Favorit. Und ja, ich habe versucht, ein Team aufzubauen, was ihn handeln kann. Das Problem an meinem Team ist halt, es funktioniert nur, wenn er unter anderem Pokémon dabei hat, wie Turtok, wie Landorus, die er auch dabei hat, wie wir jetzt in der Team-Preview sehen. Und zwar gehen wir gleich mal zur Team-Preview. Und zwar habe ich Glurak dabei, mit dem ich wieder leade, wie im letzten Kampf gegen Luca. Oh Gott, mein armes Glurak damals. Dann habe ich noch Donphan dabei, ich habe Grabbit dabei, ich habe Viscogon und Florges und noch Krebutak. Das Interessante ist, ich hatte Florges und Viscogon noch nie zusammen im Team. Ist jetzt mal quasi ein relativ neuer Core aus Donphan und Florges. Mein Viscogon trägt auch, hat als Fähigkeit nicht Viskosität oder Hydration, hat es glaube ich noch, sondern ich habe wirklich den Vegetarier drauf, denn falls sein Turbot Energieball hat, weil wie wir sehen, ich habe mit Donphan, Grabbit und Krebutak eine dreifache Pflanzenschwäche, dann möchte ich natürlich, ja, irgendwie eine Pflanzenimmunität oder zumindest Resistance. Klar, Glurak resistet jetzt vierfach, aber wenn du danach natürlich was hast wie Viscogon. Was natürlich auch das Erdbeben, was ich auf Viscogon drauf habe, gegen seinen Heatran, was er nicht dabei hat, auch ziemlich interessant gewesen wäre. Glabber hat dabei seinen Turbots, seinen Demeteros, sein Pixie, sein Rotom Heat. Ich habe damit gegen jedes Rotom Heat in der Liga gespielt. Ich musste schon in den ersten 5 Spieltagen gegen 4 Rotom Heats kämpfen. Jetzt hat Glabber das letzte. Sein Turtok und sein Toxicroak. Wie wir sehen, er hat Turtok als Spinner dabei, beziehungsweise als potenziellen Spinner. Und die Tarnsteine legen könnten Turbots, Pixie und Landorus. Deswegen, ich wollte auf jeden Fall eigentlich, wenn es geht, die Tarnsteine rausbekommen, denn er hat halt mit Turbots einen potenziellen Sasher, er hätte vielleicht mit Toxicroak einen potenziellen Sasher und deswegen möchte ich gerne die Tarnsteine rausbekommen. Und ich würde sagen, bevor ich jetzt hier noch ewig lange rumlabere, ihr habt wahrscheinlich schon gewartet, wann es losgeht, fangen wir einfach mal an. Wie gesagt, ich leade mit Glurak, er leadet mit Turbots. Und ich hatte da am Anfang schon ziemlich Schiss vor einer HP-Gestein. Ich meine, da muss man auch schon mal Angst haben. Man weiß natürlich, Glabber bereitet sich gut vor, deswegen gehe ich jetzt auch raus, einfach weil ich zu sehr Angst vor der HP-Gestein habe und gehe in Flauli, weil Flauli oder Flauli kann alles ziemlich gut tanken. Ich bin physisch defensiv, also wird ein Psyshock nicht genug Schaden machen. Wie wir sehen, weniger als die Hälfte durch die Überreste kann ich mich da relativ gut gegenhalten. Er geht jetzt auch auf die Tarnsteine raus, zeigt mir also schon mal, dass es kein gescarftes Turbots ist. Und ich gehe hier jetzt auf den Wunschtraum einfach mal ein bisschen gegenheilen gegen das Turbots, ist es ja möglich.
Und jetzt haben wir auch schon gesehen, er hat die Tarnsteine auf Tobots, weswegen er sie wahrscheinlich nicht auf Landorus drauf hat. Weswegen das ein offensives Landorus sein kann. Er geht jetzt auch auf die Kehrtwende. Ich bleib drin, hab so mit dem nächsten Zug die Chance, Flawgis wieder komplett hochzuhalten, weil Flawgis könnte richtig wichtig werden. Und hier kommt jetzt auch schon sein Ausschlag. Es ist sein Rotom. Ich gehe hier auf eine Mondgewalt. Und, ja, es wird resistet, aber grüße ein paar. Ich bekomme den Spätzangriffsdrop. Ich weiß, die meisten Leute werden sich den Kampf nämlich auf jeden Fall angucken, weil es somit einer der interessantesten Kämpfe ist. Und ja, Parsi, ich habe den Moonblast Spätzangriffsdrop bekommen, was natürlich gegen Rotom nicht schlecht ist, weil ein potenzieller Hitzekoller oder ein Voltwechsel macht natürlich noch weniger Schaden. Deswegen gehe ich jetzt auch in Slimer. Und ja, weil ich kann mit Slimer natürlich alles gut hängen, habe die Offensivfeste, sein Irrlicht kommt und sein Irrlicht geht daneben. Fun Fact am Rande, zählt mal alle Hacks. Zählt für den Kampf wirklich alle Hacks. Er geht jetzt auf einen Delegator. Und da dachte ich mir schon, oh kacke. Gehen wir mal auf die Schlammwoge. Hoffentlich kann man den Sub brechen, denn wenn er komplett speziell defensiv ist. Ich bekomme hier, by the way, den Crit, wo wir gerade schon bei Hacks waren. Und kann den Sub brechen. Ich kann auch schon sagen, der Crit mattert nur, wenn ich Min-Damage bekomme. Wenn ich normalen Schaden mit Schlammwoge bekomme, dann kann ich den Delegator auch so brechen. Also sind jetzt nicht die überkrassen Hacks quasi. Er geht wieder auf den Sub, hat wahrscheinlich mit dem Wechsel gerechnet. Ich gehe allerdings wieder auf die Schlammwoge und bekomme wieder den Crit. Und wie gesagt, es hat jetzt nicht so krass gemattert. Das Irrlicht natürlich ist ärgerlich, wobei mir im Verlauf des Kampfes das Irrlicht sogar lieber gewesen wäre. Klar, mein Erdbeben wäre dadurch schwächer, aber er hat kein Heatran dabei, also brauche ich mein Erdbeben auch nicht wirklich. Er geht hier jetzt in seinen Überbiss, seinen Toxic-Quark, und ich gehe hier wieder auf eine Schlammwoge. Klar, es ist resisted, es ist non-step, es macht okay einen Schaden, also Schaden, den ich auf Toxic-Quark gern sehen möchte. Aber naja, jedenfalls klar, ich denke mal, dass er physisch ist, gehe deswegen in Frank, weil falls eine Giftattacke kommen sollte, kann ich das ziemlich gut tanken. Allerdings hat er das predicted mit dem Ice-Heap, aber es ist ein Non-Step-Ice-Heap. Den kann ich gut tanken. Und dann kommt der Freeze. Geiler Scheiß. Erstmal einen Freeze gegen Donphan. Klar, hat jetzt nicht so übers krass gemattert, aber ich kann die Tarnsteine selbst nicht rausholen und kann die Tarnsteine auf seiner Seite jetzt auch nicht wegspinnen, was natürlich scheiße ist, wenn ich noch sowas wie Glurak habe. Dadurch, dass er jetzt Tobots reinholt, habe ich auch schon damit gerechnet, dass vielleicht ein Energieball kommt. Und ja, ich habe auf Flawly die Aromakur drauf. Das heißt, ich kann damit Donphan auf jeden Fall wieder auftauen. Allerdings ist es ärgerlich, weil ich, wie gesagt, wirklich den Rapid Spin nicht rausbekommen habe. Das heißt, ich habe immer noch mit den scheiß Tarnsteinen zu kämpfen. Und wenn du einen Glurak im Team hast, dann willst du die natürlich weghaben. Er geht jetzt auch in T-Bone. Gut, mit Rohr gegen Flawgis ist es natürlich scheißegal. Ich gehe jetzt, wie gesagt, auf die Aromakur einfach, weil ich Donphan brauche. Ich muss die Steine wegspinnen und sie möglich, wenn es geht, auch selbst noch rausholen. Und klar, jetzt kommen wieder die Überreste. Er kann mich zwar auch nicht one-hitten, deswegen gehe ich jetzt erstmal auf ein Schutzschild, weil ich wirklich mit einem Erdbeben bzw. einer Kehrtwende gerechnet habe. Und dann kommt da ein Schwertanz. Und scheiße! Da ist ein Schwertanz Demeteros vor mir. Flawgis hätte auf jeden Fall, selbst wenn es komplett physisch offensiv wäre, ein Erdbeben getankt. Jetzt allerdings nicht mehr und ich brauche Flawgis noch. Deswegen mache ich hier einen relativen risky Move und gehe in Glurak. Ich bekomme natürlich erstmal ordentlich Tarnsteinschaden, was ziemlich ärgerlich ist. Und er geht zum Glück aufs Erdbeben. Und weil ich ja schon gesehen habe, dass er einen Schwertanz hat, ist er nicht gescarft. Das heißt, ich bin schneller und da möchte natürlich, wenn ich jetzt mega gehe, keinen Flammenwurf bzw. Feuersturm abbekommen. Ich gehe jetzt auch in die Mega und wir sehen dann meine KP-Anzahl. Ich kann Glurak nochmal in die Tarnsteine reinholen. Jetzt kommt natürlich erstmal die Dürre. Er holt sein speziell defensives Rotom raus. Ich gehe auf einen Flammenwurf, gegen sein Team war mir wirklich die Genauigkeit lieber. Und ich bekomme einen Crit. Der, was ich aber eigentlich... Ja, er hat jetzt nicht wirklich so krass gemattert. Denn ein zweiter Flammenwurf hätte wahrscheinlich ausgereicht gegen das Rotom. Einfach durch die Sonne ist es zu stark. Deswegen hat der Crit auch nie so gemattert, aber hey, wenn schon Crit huren, dann richtig. Und weil er jetzt Tobots wieder reinholt, wollte ich einfach nicht drinbleiben, weil vielleicht kommt jetzt die HP Gestein. Ich trau Clever alles zu und wie gesagt, ich habe ja mit Flawgis noch einen Safe Switch in das Tobots.
Er geht hier wieder auf einen Psyshock, der jetzt auch ein bisschen mehr Damage macht. Hat vielleicht vorher minder Damage bekommen. Aber ich kann jetzt mit Schutzschild, nochmal mit die Leftovers ein bisschen hochholen. Hat wahrscheinlich mit einem Wish gerechnet, geht deswegen drauf auf den Psyshock. Allerdings kann ich mit Flowly, erstmal kriege ich natürlich noch einen Psyshock, aber möchte hier jetzt unbedingt das Flawless Back haben. Ich gehe aber auf einen Wunschtraum. Einfach weil ich Flawless noch brauche. Er hat unter anderem noch einen Turtok stehen. Klar, ich kann Turtok auch mit Viscogon relativ gut checken, wenn er nicht unbedingt den Drachenpuls drauf hat. Klar, ein Eisstrahl ist da, aber der ist Non-Step und wird auch nicht von so einer Fähigkeit von Megatoto geboostet. Deswegen kann ich das noch relativ gut ab. Ich gehe jetzt wieder auf den Schutzschild, einfach zur Sicherheit, nicht, dass er drin bleiben sollte. Kann mich hier hochheilen. Er holt natürlich seinen Überbiss wieder rein, seinen Toxic-Quark, was den Live-Orb trägt, wie wir vorher schon gesehen haben. Ich wechsle hier aus, ich hoffe einfach, okay, clever. Geh nicht auf den Sub. Hol hier nämlich Dornfan rein. Denn so habe ich vielleicht die Möglichkeit, die scheiß Tarnsteine endlich mal wegzubekommen. Er geht jetzt auch auf einen Mülltreffer und er geht daneben. Also momentan habe ich mehr Hex auf meiner Seite. Er geht wieder auf einen Ice Punch. Bekommt natürlich Beulenhelm und Live-Hop-Schaden. Und ich dachte mir, bitte nicht noch einen Freeze. Und ich kriege keinen Freeze. Gott sei Dank. Das heißt, ich kann jetzt mit dem Turbo-Dreher seine Steine auf jeden Fall wechseln. Er wechselt hier jetzt auch aus. Es ist meine Chance, die Tarnsteine rauszuholen. Er geht hier nämlich in Aimed. Hat wahrscheinlich auch mit den Tarnsteinen gerechnet, um es gleich wegzuspinnen. Das dachte ich mir auch, deswegen gehe ich auf einen Abschlag, um einfach ein bisschen Damage zu machen. Ich hätte an der Stelle tatsächlich auf die Tarnsteine gehen sollen, denn wie er mir nach dem Kampf gesagt hat, beziehungsweise wie man es gesehen hat, es ist ein Erholungsturtok, ein Schlafrede-Turtok. Es hat keinen Turbodreher. Was heißt, hätte ich die Tarnsteine rausbekommen, hätte er sie nicht mehr wegbekommen und hätte auf Turbuts auch den Sash definitiv verloren. Er geht jetzt auf den Eisstrahl und kriegt wieder den fucking Freeze. Und gegen Flawless ist es richtig ärgerlich, weil ich kann natürlich jetzt Flawless nicht mehr mit Aromako selbst auftauen, sondern muss hoffen, dass Flawless selbst auftaut. Und Flawless war nur so wichtig. Er geht hier jetzt auch in T-Bone, also sein Landorus T. Und es ist so fucking ärgerlich. Ich habe jetzt auch ausgewechselt. Gehe in Slimer. Mit Slimer kann ich auf jeden Fall ein Erdbeben tanken. Und er muss jetzt hier natürlich wieder auswechseln, weil er Angst vor dem Eisstrahl hat. Er geht dadurch jetzt auch in Last Minute. Sein Pixie, was zum ersten Mal reinkommt. Und ich gehe hier auch auf den Eisstrahl, das heißt. Er weiß auch, dass ich den Eisstrahl jetzt drauf habe. Und ich habe auch noch die Schlammwoge gegen Pixie, was natürlich sehr gut ist. Aber wie ärgerlich ist es bitte, dass ich auf Flawless und Dornfan den Freeze bekomme. Ich könnte jetzt mal Steve zitieren und sagen, ja, ich hätte ja auch die Wilbierbeere draufpacken können. Aber komm schon, jetzt weiß ich wirklich, wie sich die Gegner von Fanmade fühlen. Das ist richtig ärgerlich. Vor allem Flawless war einfach nur so krass wichtig eigentlich in dem Kampf. Ich gehe jetzt auch auf einen Donnerblitz. Jetzt zieht er auch noch meinen Donnerblitz. Das heißt, er hat außer Erdbeben jetzt alle Moves gesehen. Er schützt sich natürlich erstmal. Ich gehe jetzt auf den Eisstrahl, falls er auf Lando wechseln sollte. Kann ich Lando killen und kann auch Pixie damit killen. Das heißt, Pixie ist jetzt auf jeden Fall mal weg. Er hat mich davor noch toxiniert. Deswegen wäre mir das Gift sogar ehrlich gesagt lieber gewesen. Er geht jetzt auch wieder in Wallbreaker. Und ich war mir von der Range nicht wirklich sicher. Ich glaube, ich habe es nicht mal nachgekalkt, ob einem Psyshock ausreichen wird. Allerdings geht er hier auf eine Kehrtwende, die natürlich richtig guten Schaden gegen Krebutak macht. Und Krebutak, naja, er holt hier jetzt auch wieder seinen Überbiss rein. Hat vielleicht gedacht, dass ich, also er ist auf jeden Fall schneller und ich wäre nur mit der Wasserdüse schneller. Und deswegen gehe ich hier jetzt in Frank, einfach weil ich weiß, dass das Ding Trockenheit hat. Und wenn ich jetzt auf eine Wasserdüse gehe, heile ich das Ding nur hoch. Er geht jetzt auch auf einen Mülltreffer und, wie wir sehen, ich überlebe es mit 3 KP und bekomme das Gift. Also es sind wirklich Hacks auf beiden Seiten vorhanden. Mega krasse auf seiner Seite mit beiden Freezes. Ich sterbe hier jetzt dran. Er hat noch Live-Orb-Schaden bekommen. Und ja, jetzt ist Dawn schon weg und ich bekomme die Tarnsteine nicht mehr raus. Ich kann hier jetzt Glurak reinholen. Zum Glück habe ich die Tarnsteine vorher ja wegbekommen. Und aktiviert auch die Dürre. Und jetzt ist der Moment gekommen, wofür sich die Vorbereitung wirklich lohnt. Er geht hier nämlich auf den Tiefschlag, was ich predicted habe, und geht aufs Irrlicht.
Ich habe tatsächlich Irrlicht auf meinem Glurak drauf, eben weil ich in der Vorbereitung das Matchup gesehen habe. Glurak nach Tarnstein gegen Toxicroak mit einem Tiefschlag. Und da er live war, hätte der Tiefschlag definitiv gereicht. Und noch ein Fun Fact: Toxicroak stirbt nicht durch das Feuer, sondern es stirbt tatsächlich durch, durch die Trockenheit. Und es ist trotzdem ein Kill für Glurak. Aber trotzdem, er holt jetzt ja auch Turbots rein. Ich habe Florges, einfach weil ich damit noch was tanken kann. Das Problem ist halt, er hat jetzt natürlich die Möglichkeit, die Tarnsteine wieder rauszuholen, die ich nicht mehr wegspinnen kann. Und das ist natürlich ziemlich ärgerlich, vor allem, weil ich einfach nicht auftaue mit Florges. Es ist so ärgerlich und können die Leute auch sagen, was sie wollen. Herr Freeze auf Donphan hat einigermaßen gemattert, einfach weil ich die Tarnsteine nicht so schnell wegbekommen habe und vor allem meine nicht mehr rausholen konnte. Und der Freeze auf Florges hat extremst krass gemattert. Er geht jetzt auch auf eine Kehrt, wenn er hat vielleicht mit einem Switch gerechnet. Oder stimmt, nein, er holt jetzt T-Bone rein, sein Landorus. Denn er möchte natürlich entweder die Chance nutzen, jetzt auf einen Schwerttanz zu gehen. Oder möchte Florges voll mit einem Erdbeben finishen. Und an der Stelle, mir blieb nichts anderes übrig. Klar, er kommt mit dem Erdbeben, aber hätte auch mit dem Steinhagel rechnen. Also er hätte auch einen Steinhagel machen können und Glurak wäre weg gewesen. Und Glurak ist somit eigentlich so die letzte Hoffnung, die ich noch habe. Kann ihm mit dem Erdbeben jetzt auch Florges rausnehmen. Sonnenlicht verliert wieder an Intensität. Ich hole natürlich jetzt meine Klemme rein, weil meine Wasserattacken jetzt wieder stärker sind. Und ich mit einer Wasserdüse auch safe bleiben kann, einfach weil sein Toxicroak weg ist. Er wechselt hier jetzt auch aus, geht in Turtok und ja, ich bin safe auf die Wasserdüse gegangen, einfach weil ich das Lando weg haben möchte. Und wie wir jetzt auch gleich sehen, das Item, was ich auf Krebutak trage, ist tatsächlich der Life Orb. Ich war mir an der Stelle nicht sicher, ob er Speed creept. Und zwar, Turtok bräuchte eine bestimmte KP, eine Init-Anzahl, um Klemme mit vollem Init-Investment zu outspeeden. Geht hier jetzt vor allem auf eine Aurasphäre. Was mir eigentlich nochmal gezeigt hat, er hat gespeedcreept. Wenn er eine Aurasphäre hat, dann wird er wohl gespeedcreept haben. Ich hole ihn natürlich jetzt Viscogon rein, weil mit Viscogon kann ich zumindest das Turtok noch abfangen. Was er gemacht hat, war ziemlich mutig. Wäre ich jetzt einfach auf den Eisstrahl gegangen, hätte ich das Lando killen können. Was ich zu dem Zeitpunkt aber nicht wusste, ist, er trägt die, Gott, wie heißt die scheiß Beere, die Eisattacken schwächt. Kiruja-Beere? Bin mir nicht sicher, oder was, die Feuerattacken schwächt. Er nimmt ja mit einem Erdbeben jetzt auch noch meinen Viscogon raus. Schade. Ich fühle mich langsam verarscht. Ich hole jetzt auch Slim Shady rein. Und ich habe vor dem Kampf x-mal getestet. Die Freundschaft ist definitiv oben. Allerdings hat er sich gut vorbereitet und gehe auf den Kraftkoloss. Ich bin hier nämlich auf eine Agilität gegangen. Wäre damit natürlich schneller als alles gewesen. Aber er hat sich gut vorbereitet. Ich hätte ein Erdbeben getankt. Und ja, er hat den Kraftkoloss drauf. Jetzt hole ich natürlich wieder meine Klemme rein. Was ärgerlich ist und eigentlich kann man sagen, den Kampf, den habe ich bis jetzt verloren. Denn ich gehe wieder auf eine Wasserdüse. Er geht in seinen Turtok. Er hat immer noch den Sash auf Turbots. Was heißt, ich bin mit Glurak eh langsamer, kann ihn aber nicht outspeeden. Und gehe wieder auf eine Wasserdüse. Ich überlebe sogar noch mit einem KP. Und ich bin schneller, das heißt, er hat nicht gespeedcreept und klar, Abschlag, es bringt nichts gegen Megastein-Pokémon. Allerdings kann ich hier mit dem Abschlag nochmal richtig guten Schaden machen und es kommt jetzt mein letztes Pokémon rein, Alduin, was nochmal Tarnsteinschaden bekommt. Er hat noch ein Sash-Turbots und ein Demeteros und ein Turtok. Meine Dürre kommt natürlich. Alles, was er jetzt machen muss, ist Turtok einfach sterben lassen. Danach in Turbots reinzugehen. Allerdings will er jetzt das 3-0 haben. Ihm ist 2-0 nicht genug. Geht hier in Turbots rein. Wie gesagt, er hat den Sash und er ist danach schneller. Das heißt, alles, was mich jetzt retten könnte, wäre ein Flammenwurf-Burn. Und, ich bekomme den Flammenwurf-Burn. Er hat es mir in Skype noch geschrieben. Wenn jetzt der Burn kommt, dann hat er es verdient. Und tatsächlich, ich kann mit dem Burn Turbots rausnehmen. Und, ja, er hat jetzt noch einen T-Bone, was mich zwar bedroht, aber ich bin speziell. Es ist die Sonne noch draußen. Er hat komplettes KP-Investment auf Landorus T, wodurch ich noch jetzt mit dem Flammenwurf den Max-Damage bekomme, was auch nochmal krass ist. Er holt jetzt Turtok rein. Die Sonne ist noch da. Ich habe extra drauf geachtet. Und ich kann hier safe auf einen Solarstrahl gehen. Und was soll ich sagen?
Wenn der Solarstrahl durchkommt, werdet ihr sehen, dass ich das Match 1:0 gewonnen habe mit einem Glurak, was nur noch 1 KP hatte. Glabber wurde einfach zu greedy. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, was ich großartig jetzt sagen soll. Er hätte safe gewonnen. Es war natürlich auch so von mir, der Flammenwurf hätte wahrscheinlich gegen Turtok gereicht. Deswegen bin ich auch auf den Flammenwurf gegen Turtok gegangen. Sein Turtok war, glaube ich, auf jeden Fall physisch defensiv. Wodurch ich mich bei Krebutak auch nochmal bedanken muss, weil der Abschlag von Krebutak hat gegen Turtok einfach nochmal so Damage gemacht, dass danach ein Flammenwurf wahrscheinlich gereicht hätte. Und wäre ich auf den Solarstrahl gegangen und hätte Tobutz damit getroffen, klar, Tobutz wäre damit nicht mal auf den Sash runtergekommen, wäre schneller gewesen, weil ich keine Prio irgendwie drauf habe und hätte dann safe verloren. Das heißt, ich hatte keine andere Wahl, als auf den Flammenwurf zu gehen. Und wie gesagt, Glabber wird einfach zu greedy. Mich würde auch Glabbers Commentary interessieren, was er zu manchen Sachen im Kampf sagt. Gerade die Freezes auf seiner Seite, der Burn auf meiner Seite, das Irrlicht gegen Toxicroak, was in dem Fall gemattert hat, da er mich damit nicht mit dem Tiefschlag treffen konnte und so konnte ich meinen Glurak nochmal reinholen. Und an dem Kampf hat man einfach super gesehen, was passiert, wenn man zu greedy wird. Klar, es ist eine 10%ige Chance mit einem Flammenwurf. Vielleicht sagen jetzt auch einige, Alter, es war mega unverdient, was ich, dass ich hier den Burn bekommen habe. Aber hey, ein Ice-Heap-Freeze und ein Eisstrahl-Freeze, beides in einem Match zu bekommen, hat auch eine Chance von 1%. Flammenwurf ist 10%, genau wie ein Eisstrahl 10% auf Eis ist, ein Ice-Heap ist 10% auf Eis. Und man kann sagen, ich habe mehr Hacks in dem Kampf bekommen. Allerdings viele Hacks, die nicht gemattert haben, wie jetzt, oder zumindest nicht wirklich gemattert haben, wie jetzt die Schlammwogen gegen das Rotom, der Flammenwurf gegen das Rotom. Und ja, er hat ja wie gesagt auch Hex auf seiner Seite, allein gut Gift, einmal gegen sein Mülltreffer daneben, anderes hat er an wieder den das Gift bekommen und dann natürlich, wie gesagt, die Freezes taten einfach so mega weh. Ich habe das Match tatsächlich gewonnen, klar könnte man sagen, ich habe es eigentlich verloren, aber wie gesagt, er hat auch gesagt, es ist seine Schuld, ist ja klar, ich meine, er hätte einfach entweder Turtok sterben lassen sollen, oder Lando sterben lassen sollen, irgendwas halt, Turbots reinholen und mit einem Psyshock alles voll beenden. Allerdings, wie gesagt, er wurde zu greedy, er wollte unbedingt das 3:0 haben und nicht das 2:0 und Turbots bekommt den Burn und danach bekomme ich noch den Max Damage Crit. Also war kein Crit, aber den Max Damage gegen Landorus und deswegen haben wir das Match jetzt 1:0 gewonnen. Glurak Match Winner, wer aufgepasst hat, Glurak hat Toxicroak gekillt, hat Turtok gekillt, hat Rotom gekillt, hat Lando gekillt und hat Tobutz gekillt. Glurak macht 5 Kills in dem Kampf, was wirklich eine starke Leistung ist. Ja, wie gesagt, es haben sich mega viele auf den Kampf gefreut. Und ich kann nur sagen, es war wirklich der intenseste Kampf. Am Ende sah es nach einer sicheren Niederlage aus. Ich habe es noch gewonnen durch quasi das Ultra-Missplay von Glabber, beziehungsweise einfach die Ultra-Hex, die ich mit Glurak bekommen habe. Glurak wollte in dem Kampf wahrscheinlich zeigen, Alter, schreibt mich nicht ab, ich kann auch mit Grebbit und mit Krebutak mithalten. Und deswegen würde ich sagen, wir haben jetzt auf jeden Fall Glabber wieder überholt in der Tabelle. Das heißt, wir sind auf jeden Fall wieder in den Top 3. Können jetzt, es kommt natürlich auch darauf an, wie Parsi und wie Luca spielen werden. Wenn die natürlich beide gewinnen, dann sind die wieder vor mir. Da wir im Kampf davor, vor dem Kampf, Vierter waren. Glabber haben wir auf jeden Fall wieder überholt, sind jetzt wieder auf Platz 3 und der Aufstiegskampf wird, glaube ich, noch richtig intens. Wie gesagt, wir warten jetzt einfach mal ab, wie die anderen Spiele ausgehen. Und was ich noch sagen wollte, zu dem, ich bin ja jetzt, wie gesagt, bei Timo, was ich im letzten Video schon gesagt habe, deswegen kann ich auf Kommentare nicht so wirklich eingehen. Ich werde das alles am Sonntag oder am Montag nachholen. Deswegen, wenn ich auf euren Kommentar nicht antworte, dann wartet einfach, ich werde da auf jeden Fall noch drauf antworten. Nächste Woche geht's gegen Parsi und ja, es wird auch nochmal so ein Kampf, weil gegen Parsis Team vorbereiten ist einfach mega schwer. Und ich würde aber sagen, wir sehen uns dann am Freitag oder ich glaube, ich mache am Samstag, lade ich den Wi-Fi-Battle hoch. Wir sehen uns da auf jeden Fall wieder. Also haut rein, Leute, man sieht sich beim nächsten Mal. Ciao.